Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier im DLC von Tomb Raider 1. Offene Angelegenheiten. Ja, ich habe jetzt hier schon mal die Munition eingesammelt. Gestern gab es tatsächlich ein Update von dem Spiel und da habe ich gerade festgestellt, dass sich das Ikon hier verändert hat. Das ist natürlich sehr viel besser als nur so ein Ausrufezeichen. So, und du erwachst doch wieder zum Leben, wie es aussieht, ja? Sehe ich doch schon kommen. Was sich hier noch geändert hat, weiß ich nicht. Oh. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen hier. Boah. Heilige Scheiße. Sieht aber cool aus irgendwie. Also. Was wird hier so? Was ist hier so der? Nein, ich bin gestorben. Scheiße. Ja, so geht's natürlich gut in die Folge. Deswegen machen wir das Ganze einfach nochmal. Wir haben ja nicht so viel verpasst, Gott sei Dank. Und wieder tot. Oh, nee, nicht tot. Aber ich will oben das noch einsammeln. Deswegen schon tot. Ja, es fängt ja gut an hier. Ja, zu Tomb Raider kann ich ja eigentlich nur sagen, dass das einfach ein. Also die klassischen Tomb Raiders sind einfach unglaublich gut. Also Teil 1 hat mir. Es war zwar gegen Ende dann richtig schwer gewesen, muss ich sagen, aber ich fand Tomb Raider 1, das Hauptspiel, halt richtig gut. Parallel läuft ja jetzt zu dem DLC hier auch Teil 2. Ja, also Tomb Raider 2 läuft ja jetzt. Und ich werde jetzt hier mal speichern, vorsichtshalber. So. Und ja, also wie gesagt, ich finde das hier richtig cool irgendwie. Alter, was ist das denn hier? Ich dachte, man muss hier nur auf schwarz oder nur auf weiß laufen. Dort ist auf alle Fälle ein Schalter, da ist noch ein Schalter. Also irgendwie zu den Schaltern kommen. Nee, also wie gesagt, ich finde es halt ganz cool. Okay. Die Teile, die fahren hoch bis ganz runter anscheinend. Ja, bleiben wir mal hier. Hier könnte jetzt noch eine Kugel runterkommen oder zwei eigentlich. Ah, hier könnte überall noch was runterkommen, ne? Das ist halt blöd. Versuchen wir hier rüber zu springen. Ja, okay. Das ist wieder so. Das klingt alles wieder so gefährlich, ja. Ah, das sind so diese typischen alten Tomb Raider Sachen. Diese Soundtracks meine ich. So, wir haben jetzt natürlich ein Medipack verschwendet. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Alter. Was geht denn hier ab, ey? Aber. So, jetzt ist das andere wach geworden. So, weg damit. So, speichern. Nee, also ich finde halt, dass das Ganze hier so richtig gut ist. Also die alten Tomb Raider Teile sind einfach bombastisch. Also ich habe jetzt den Teil 2 ja angefangen und muss halt feststellen, das ist halt einfach nur cool, ne? Das ist einfach nur cool. Nee, das sollte man so nicht machen.
Wir müssen nämlich nur auf diesen Teilen hier lang. Genau, wenn man jetzt hier so drauf landet, dann passiert hier anscheinend nichts. So, wir gehen erstmal, würde ich sagen. Mal liegt hier hinten noch was? Ne, hinter den Teilen? Ne. Übrigens, die DLC-Parts mache ich immer ein bisschen länger, weil ja nur einmal die Woche eine Folge kommt. Boah, wieder diese Fallen hier. Also hier sind erstmal Fallen, okay. Was ist hier drüben? Oh, Fallen. Das ist die Frage, wo müssen wir eigentlich lang, ne? Nix. Auch gleich mal eine Empfehlung für euch, für Tomb Raider-Fans. Wenn ihr so Tomb Raider mögt, also auch so gerne anschaut, dann schaut doch mal bei folgenden YouTubern vorbei. Das ist einmal der YouTuber Madiala, heißt der. Der spielt auch zurzeit Tomb Raider. Und spielt das vor allen Dingen richtig, richtig, richtig gut. Also es macht da richtig Spaß zuzuschauen. Müsst ihr da wirklich mal reingucken. Der YouTuber heißt Madiala mit Doppel-L. Und lohnt sich auf alle Fälle da mal vorbeizuschauen. Dann hätte ich noch einen YouTuber, der macht aber keinen Tomb Raider mehr. Der hat aber alle alten Teile gespielt. Und der nennt sich Rabenschnitzel-Let's Play oder so. Oder, ja, so ähnlich. Das ist auch ein sehr guter Tomb Raider-Spieler. Der hat da auch immer sehr viel Spaß dabei. Und genau. Nur mal so als Info, ne? Jetzt gucken wir uns mal um hier. Ah, ein Medipack. Sehr schön. Ja, jedenfalls würde ich das halt euch mal empfehlen, das mal anzuschauen bei den YouTubern. So, wir gehen mal jetzt hier hin. Okay. So, und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir rüber. Ja, ne, hier rüber. Nein, und tot. Hätten doch ein bisschen runter, ein bisschen weiter runter müssen. Oder gemusst. Also ja nicht so schlimm. Und ihr habt ja bestimmt schon festgestellt, dass mein Spielstil hier ziemlich geschillt ist. Also ich lasse mir da hier wirklich Zeit. Und hetze hier nicht. Weil ich denke, das ist auch besser so. Also es macht ja mehr Spaß, als wenn man jetzt hier durchrennt. Es gibt einige YouTuber, die machen hier verschiedene Speedruns aufstellen und ich weiß nicht, ob das so. Nee, wieder tot. Ich weiß nicht, also man kann das ja machen, ne? Aber Tomb Raider sollte man genießen einfach. Das ist einfach kein, es ist nicht für Speedruns. Ist es zwar auch eine schöne Herausforderung, aber da ich auch zum Beispiel gar kein Speedrunner bin. Ich hatte mal versucht, Uncharted Speedrun zu machen, um so ein paar Trophäen zu bekommen. Ich habe zwar ein bisschen was hinbekommen, aber so wirklich war das nicht meins. Das habe ich auch schon schnell festgestellt, dass Speedruns überhaupt nicht so meins sind. Weil ich bin halt so einer, der verschiedene Spiele gerne spielt und diese dann aber auch wirklich genießt. Also ich bin da so vielleicht auch ein bisschen der altmodische Typ. So wird das doch nichts. So wird das doch nichts.
So wird es doch nichts. Und viele sagen auch, man muss das selber spielen. Also man muss sich selbst die Erfahrung sammeln. Man muss selbst die Erfahrung sammeln, um dieses Tomb Raider-Feeling da zu verstehen bzw. nachzuvollziehen. Nee. Ich hätte wirklich bis ganz runter und dann rüberspringen müssen. Ach, das ist wirklich gar nicht so einfach, Leute. Das sieht zwar einfach aus, aber es ist es nicht. Ah, was ist denn das? Lara, was machst denn du hier? Einige Fehler. Ist mir schön. Nee, die hält sich da nicht fest. Ja, wir haben ein paar Sprungübungen gemacht. Kleiner Speichern hier. So, speichern. Siehst du, nach mehreren Anläufen haben wir es dann aber auch geschafft. Und das ist doch eine schöne Herausforderung gewesen. Alter, nee, hä? Blöden Viecher! Verschwinde doch mal! Ich mag die Viecher überhaupt nicht, ne? Mögt ihr die Viecher? Also, ihr habt das da bestimmt auch schon gespielt. Mögt ihr die Viecher? Ich mag die gar nicht, ne? So, da drüben kann man nämlich auch lang. Weiß halt nie, was da drüben ist, ne? Es sind sehr viele Sprungpassagen hier. Ah, okay. Das Blöde ist, man kann hier keine Medipacks, also man muss hier wirklich Medipacks sammeln. Ich bin hier schon doch fast tot. Das geht gar nicht. So, ich denke mal, wir müssen irgendwie da runterkommen. Weil da unten scheint es auch weiter zu gehen, aber gucken erstmal hier hinten lang. Ne, wie gesagt, mein Spielstil ist halt wirklich auch so einer der. Ich lasse mir halt Zeit, ne? Ich bin da halt nicht so, dass ich hier mich unter Druck setzen lasse und hier übelst hetze. Weil es ist einfach nicht so meins. Gefällt mir einfach nicht. So, hier kann man draufstehen. Warum kann man hier draufstehen? So, wenn man da runterfällt, ne? Sieht schon richtig cool aus hier, ne? Also, warte mal, wir müssen ein Medipack nehmen. Nehmen wir die Uzis. Das ist ein bisschen Haushalt mit den Medipacks hier. Wir werden natürlich versuchen, so weit wie möglich hier zu kommen, ne? Aber wenn wir hier am Medipack. Kann ja sein, dass wir hier an den Medipacks verzweifeln. Sag ich mal. Also, dass wir da halt dadurch nicht weiterkommen. Und da man hier keine Medipacks per Sheet aktivieren kann, sondern nur Waffen, da werden wir das dann irgendwie so machen, dass wir halt irgendwie durchkommen. Aber ich werde mir natürlich, also wir werden das natürlich versuchen, ne? Keine Sorge, aber die DLC ist so, was ich so gesehen habe im Internet, das soll richtig crazy schwer sein, ne? Das ist wirklich nicht so einfach. Was auch gut ist, ne? Aber wie gesagt, das ist nicht wirklich easy. So, ich denke mal, diese Teile hätte man vielleicht vorher schieben müssen irgendwie. Aber wie schieben wir diese Teile, ne? Das ist auch so eine Sache. So, müssen wir mal wieder hier rüber.
So, da ist eine Tür. Die lässt sich bestimmt noch nie so leicht öffnen. Gehen wir hier rüber. Springen wir hier drauf. So, diese Tür müssen wir öffnen. Dann müssen wir ja bestimmt hier drüber. Genau, und da liegt auch schon was. Munition in dem Fall. So, da liegt jetzt Munition und irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Aber ich frage mich gerade, wo. Da wir jetzt aber erstmal speichern werden. Und da die Munition eben zu holen. Ah, okay, dort können wir rein irgendwie. Aber erstmal gehen wir hier rüber. Ich weiß nicht, ob die Level hier ziemlich groß sind, ne? Also, wir werden jetzt hier noch natürlich noch. So. Jetzt kann man nämlich auch hier rüber. Das bringt gar nichts. Ja. Liegt denn hier hinten irgendwas rum? Ohne Grund kann man da nie hierher. Der Redi Scala oder so ähnlich hieß der, der hat mir auch gesagt, dass Tomb Raider 2 einige Neuerungen hat, die richtig gut sind. So, jetzt ist diese Tür wieder zu. Ist die Tür jetzt wieder zu? Schade. Eigentlich wollte ich jetzt hier reingehen. Na gut, dann probieren wir das eben noch mal. Das kann nämlich sein, dass wir einfach nur darüber springen müssen. Zack. Ne, die Tür ist jetzt auch zu. Also müssen wir auf die Teile drauf. So, okay. Natürlich die Frage, wo gehen wir als erstes rein? Da rein oder da rein, ne? Ach, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich denke, wir sollten auf diese Seite da reingehen, wo wir gelandet sind. Ah, okay, das war's. So geht's natürlich nicht. Ah, jetzt müssen wir die ganze Munition wieder einsammeln. Mist. Wie gesagt, ihr könnt mir halt auch mal schreiben, wenn ihr es möchtet. Ach, das ist zeitgesteuert. Das ist ja gar nicht schön. So Zeitsachen gefallen mir ja gar nicht, ne? Aber die gibt's halt in den alten Teilen sehr häufig. Das ist halt nicht wie bei den neueren Teilen, dass es alles einfach nur offizielle Wege sind, die du ganz schnell öffnen kannst. Aber wenn das halt zeitgesteuert ist, deswegen waren die vorhin so wieder zu. Okay, naja, gut. Halt. Ja. Wir können mal was probieren hier. Sollte man aber auch schaffen. Es geht ja nicht zu. Okay, jetzt sind wir zwar weiter. Wir speichern mal. Aber haben eben wieder übelst wenig Heilung, ne? Das Ding geht da gleich auf, ja. Das sehe ich doch schon kommen. Ist natürlich nur die Frage, wohin, ne? Da drüben ist ein Hebel. Jetzt müssen wir irgendwie darüber kommen.
Wenn wir den Hebel jetzt drücken, dann wird das Teil aufgehen. Ist halt wirklich wie so ein Organ, ne? Also wie so ein innerer Körper. Wo öffnet sich jetzt so vor allen Dingen dieses Teil? Es muss auf der anderen Seite sein oder so. Oder da oben. Öffnet sich das jetzt? So, weg damit. Sind diese Teile erstmal weg? So, da unten ist Lava, das heißt, wir müssen irgendwie darüber. Ah, das ist nicht so schön hier. Das hier könnte man auch schaffen. Wir werden mal speichern, vorsichtshalber. Hier geht's hoch. Da sind Zentaur. Wir laden mal neue. Ja, wir laden mal neue. Laden. Okay, aber was der Hebel wie gesagt geöffnet hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nein, tot. Das Level hier nennt sich ja das Nest, ne? Das Nest. Was spielt ihr eigentlich so gerne für Spiele? Spielt ihr auch so Tomb Raider oder? Auch andere. Das ist ein Drecksvieh. Das ist ein Scheißvieh. Mann, ich dachte, ich hätte das besiegt, das Mistvieh. Ah. Jetzt ist es dran, das Vieh. Was für ein Mistvieh, ey. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwas auch machen kann. Nee, ne? Ja, nochmal speichern.
Um Heldin, die sich jetzt plötzlich nicht mehr fest. Ich habe das doch eigentlich so eingestellt. Ja, geht doch. Dass die sich automatisch festhält. So. Jetzt nehme ich hier. Ist nichts. Ich brauche nicht so viel Munition, ich brauche viel mehr Medipacks und so ein Zeug. Ah, ich höre sie schon wieder. Die Viecher wieder. Hält mir gar nicht. Oder die? Das sind Viecher. Blöde Viecher. Grässliche Viecher. Sind anscheinend mehr als eine. So, wo kann man? Ja, irgendwo hoch. Hier kann man hoch. Weg damit. So, wer will noch spielen hier? Ist ja nicht ohne Grund das Nest. So, wer will hier noch spielen? So, da kann man hoch. Speicher noch mal. Ja, lasst auch gerne vor allen Dingen mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze hier so ein bisschen gefallen sollte. Würde mir echt helfen. Weil das würde mir. Nein! Okay, da kommt man so einfach nicht hoch. Wir müssen uns vorarbeiten. Okay, da drüben lang. So. Sehr schön. Alle Viecher weg. So, da drüben ist noch ein Vieh. Das war klar, dass es nicht funktioniert. Jetzt erreicht es noch nicht. Siehst du, wir müssen darüber. Hoffentlich kommt jetzt hier nichts runter. Welche Steine oder sowas. Ich habe gerade nämlich das Gefühl, dass es hier richtig gut wird. Dass wir richtig vorwärts kommen, ja. Wie gesagt, Munition findet man ja wie Sand am Meer.
gut. Nee, kann nicht hoch. Nee. Okay, also sind wir jetzt dort gewesen. Das heißt, wir müssen das Vieh noch killen. Dass es nie auf den Sack geht. So. Selbst das wäre zu weit. Da drüben könnte man versuchen hinzukommen. Tatsächlich jetzt sicher mal wieder speichern. Nee, nochmal neu. Laden. So, dann versuche ich mal hier rüber zu kommen. So, aber von hier aus. Aber selbst von dort aus kommt man ja unmöglich darüber. Ist. Nee. Nee, nee. Okay, wir müssen mal gucken. Hier ist ein Tor auf alle Fälle. Das müssen wir öffnen. Aber dafür müssen wir irgendwas finden, irgendeinen Hebel. Vielleicht unter Wasser, ist es unter Wasser ein Hebel hier? Ich höre nur noch so ein blödes Vieh nochmal. Sich hier hochziehen. Wo ist das Vieh, was hier Stress macht? Darauf kann man aber auch. Wieder ein Medipack verballert, ey. Das Blöde ist, dass die Viecher so unglaublich viel Leben abziehen, ne? Weg mit dir, du blödes Vieh. So, ich muss da irgendwo. Hier sieht es da schon ein bisschen so aus, als ob man hier lang muss. So, hier sind wieder zwei Schalter. Ist auch wieder sowas, ne? Zwei Schalter, muss man die alle beide aktivieren, um da durchzukommen, oder reicht nur ein Schalter aus? Jetzt hier einfach mal speichern. Es kann ja auch sein, dass wir hier rein müssen, ne? So, speichern. Okay. Okay, wir müssen beide öffnen. Und jetzt immer sonst wo. Okay, ein Raum mit 1.
nee. Mann, das nervt, diese blöden Viecher, ey, wisst ihr. Die sind so übertrieben stark. Wir müssen mal die Schrotflinte. Bist Viecher, ey. Ich hasse die Viecher, ne? Aus äußerster. Naja, also selbst mit Schrotflinte, die ist einfach zu langsam. Nee, also das ist wirklich übertrieben. Wir hatten, also ich weiß noch, damals war es halt so, wo diese alten Teile rausgekommen sind. Mistviecher. Ganz ehrlich. Speichern. Das Blöde ist, man hat hier halt echt kaum Medipacks. Man findet allen möglichen Scheiß an Munition, was man eigentlich gar nicht braucht. Also braucht man schon, aber man braucht Medipacks hier. Und Medipacks ist wirklich Mangelware hier. Ganz klar. Das Blöde ist, man bekommt halt keine Medipacks vom Hauptspiel übernommen. Das ist halt die Kacke. Guck mal, wir haben jetzt hier schon wieder 3 Munitionsclips. Hätten nicht auch eins ausgereicht und 2 Medipacks oder so? Also das ist ein bisschen... Ein großes haben wir ja mal. Wahnsinn. Das hilft uns mehr. Kann ich mal wissen und nicht, was hier noch für Gegner kommen, ne? 2 große. 2 große Medipacks. Gut, wir haben jetzt hier 4 Schalter. Deswegen müssen wir erstmal speichern. So. Erster Schalter. Es geht irgendeine Tür auf, die man noch nie gesehen hat, ne? Ah, jetzt ist plötzlich das Teil da. Okay. Gehen wir erstmal darüber. Für ein Mistvieh, ne? Sind wieder solche Dinger. 3 Stück. Das kann doch noch schief gehen hier. Hier ist ein Hebel. Oder? Okay. Okay, jetzt hat man hier so eine Verbindung geschaffen. Wo ich erst dachte, wo wir hin müssen. Altes Munition. Haufen Schrotzeug, ne? Also auch schon im ersten Level war das so, dass man Haufen Schrot gefunden hat.
Die taucht nicht. Oh, ich hasse es langsam, ne? Ich hasse es langsam, echt. Das geht mir gerade auf den Sack. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich dann manchmal so ein bisschen genervt bin. Okay, gleich hier rüber. Vor allen Dingen gerade wieder diese blöden Zentauren, ne? Drecksviecher. Sorry, aber. Nee, wieder tot. Wir müssen erstmal. Ich glaube, am besten ist es wirklich, die einzelnen, die Viecher, zu killen. Ganz klare Sache. So, Medipack. Also die Schrotflinte, die kann man vergessen. Also die Schrotflinte kannst du vergessen. Wirklich, du musst die Uzis nehmen hier. Man muss hier die Uzis nehmen. Ist ein Scheiß hier. Zum Teil ist es wirklich ein Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, wenn ich da so manchmal so drauf bin, aber das regt mich gerade übelst auf. Na komm raus hier, du Drecksvieh. Mann, ey, geht mir das auf den Sack hier.
Sieht da, wie schnell hier die Medipacks weggehen? Es macht gar keinen Fun irgendwie. Also, ich finde es so übertrieben. Du hast hier keine Spaß dran, echt nicht. Ist so schön, dass hier die ganzen DLCs mitgeliefert werden, aber es macht einfach keinen Spaß, wenn du Drecksvieh, also dieses Minotauren-Scheiß, ne? Diese Mistviecher und dann kriegst du hier nix. Nix kriegst du hierfür. Kriegst ein oder zwei Medipacks, ne? Und fünfe verbrauchst du. Da hatten wir damals auch in Ägypten zum Beispiel auch so eine Phase gehabt. Da hatten wir so einen Raum gehabt, der war völlig sinnlos, also braucht man gar nicht diesen Raum. Und da waren zwei solche Viecher drin, die halt wirklich was drauf hatten. Da hat man 10 Medipacks verschwendet oder 7. Für nix. Für nix. In dem Raum war rein gar nichts. Nur Deko. Ich weiß nicht, wie die anderen DLCs sind von den anderen Spielen, aber das DLC hier ist, fällt mir gar nicht. Ist so. Und dann nehme ich okay einen Plattformmund. Also das ist hier wirklich unschön gelöst, auch mit den wenigen Medipacks. Weil die Viecher sind übertrieben stark. Du kriegst halt unglaublich viel Munitionsscheiß, was man gar nicht so, glaube ich, wirklich braucht, wie gesagt. Aber Medipacks ist Mangelware, so ungefähr. Und das ist das, was mich so, ja, bisschen nervt, sag ich mal, um es so machen zu lassen. Das erste Level ging ja noch, ja, das war ja noch okay, aber das hier ist ein reinste Schwachsinn. Also das hier mitten, also da ist der Endgegner von dem ganzen Hauptspiel, ne? Also da ist das eine Witzfigur im Vergleich zu den Viechern hier. Ganz ehrlich. Ich finde es halt auch blöd, dass das halt immer so übertrieben wird. Warum taucht die jetzt nicht runter? Hallo, tauch doch mal runter, Mann. Yeah. Also wie gesagt, ich habe jetzt Teil 2 auch angefangen. Spiele ja jetzt hier parallel zu dem Ding. Ich hatte halt gesagt, dass ich die DLCs mache, ne? Ich hatte erst keinen Bock so richtig auf das DLC gehabt. Aber da ich es halt gesagt hatte, dass ich es halt machen will, weil es einfach dazugehört irgendwie, habe ich mir dann gesagt, na okay, komm, machen wir das DLC eben parallel. Ich finde Teil 2 halt viel besser, irgendwie von der Optik auch her. So, jetzt können wir hier erstmal Luft holen. Ich finde halt auch immer, dass es halt immer so übertrieben sein muss, ne? Also, die fangen jetzt hier gleich mit den übelsten Viechern an und das ist übertrieben. Ich weiß nicht, wie es andere handeln, aber ich finde es übertrieben. Es muss ja auch ein bisschen, wie sagt man immer, es muss ja auch Spaß machen, ne? Wenn man keinen Spaß hat, da ist es halt auch ein bisschen blöd. Also ich habe jetzt auch ein Projekt erstmal wieder eingestampft, weil ich habe halt gemerkt, ah, es hat keinen interessiert von den Zuschauern. Das kann ja sein, ne? Also es interessiert ja sich jetzt nicht jeder für alles. Aber ich habe auch selber gemerkt, dass ich halt wirklich wenig Lust dazu hatte. Und da wurde ich dann halt schon gefragt von dem einzigen, der das auch wirklich angeguckt hat, ob ich es wenigstens privat spiele. Und da habe ich gesagt, ja, also ich spiele es privat irgendwie mal. Aber ich muss es jetzt hier nie als Let's Play bringen, weil es hier, wie gesagt, sowieso keiner anguckt. Also nicht jetzt Tomb Raider, aber das war dann Trails from Zero, war das in dem Fall. Einige haben gesagt, ich soll das spielen, was ich selber machen möchte.
Und andere haben auch wiederum auch geschrieben, was ich auch gut fand, man sollte auch Spaß haben an dem, was man spielt. Ne? Wenn man da keinen Bock drauf hat, also nie wirklich Bock drauf hat, aber sich da zwingt, irgendwas zu spielen, das bringt rein gar nichts. Ne? Also man muss auch schon ein bisschen Freude mitbringen. Und ich hatte ja auch schon damals gesagt, Tomb Raider ist so erstmal Favorit. Beziehungsweise erstmal im Fokus. Und ja, wie gesagt, hier von Tomb Raider 1 hier von dem DLC, da kommt jetzt erstmal immer einmal die Woche. Das reicht doch völlig zu. Also man muss es ja jetzt nicht übertreiben, dass man jetzt hier jeden zweiten Tag eine Folge bringt. Ja, das muss ja auch nicht sein. Seht ihr, und in dem Raum hier direkt, hier oberhalb, ist rein gar nichts, ne? Rein gar nichts. Man hat hier unten was gehabt, ja, so eine Art Secret, sage ich mal, oder Secret Realm. Aber mehr ist hier am Ende auch nie. Und dann hat man eben nur noch diesen Durchgang da unten, ne? Zwei Hebel haben wir jetzt gedrückt. Aber hier sonst ist hier wirklich nichts. Also wie gesagt, ich vergleiche das halt auch immer gerne mit dem Anfang, also mit dem Anfang. Und der Anfang war ja dagegen ein Witz, ne? Also der T-Rex, der ja ikonisch ist für Tomb Raider 1, schon damals gewesen, ist ja hier, wie sagt man so schön, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir hier überhaupt hin müssen. Jetzt habe ich das so viele Wege hier. Man weiß halt irgendwie immer nicht, wohin. Also es hat sich hier irgendwas geöffnet in dem Raum hier höchstwahrscheinlich. Ah, Medipack. Das ist ja mal interessant, dass hier immer noch ein Medipack liegt. Sehr gut. Das ist ja auch das, was man auch mal brauchen kann. So, hier drüben zum Rhein. Aber mehr ist ja hier auch nicht. Das war ja alles so oberhalb, ne? Kann man denn hier drauf ohne Probleme? Ja, man kann hier drauf. Muss ja irgendwo oberhalb. Ja, da hat sich was geöffnet. Gott sei Dank. Ach Mann, ey, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas spielt, wo ihr denkt, das ist ja unglaublich gut und dann stellt ihr fest, ja, das kann man zwar spielen, aber man muss es nicht. Also ich habe ja jetzt hier auch Final Fantasy VII, also das Remake, gespielt und dann auch Rebirth gespielt und war von dem Spiel fasziniert. Ne? Also, aber muss man dafür unbedingt zum Beispiel das DLC spielen? Muss man das spielen oder kann man das auch einmal weglassen? Also ich habe es weggelassen, als ich es privat gespielt habe. Und ja, ah, hier geht's hoch. Interessant. Wie weit er hingeht, ey. Wahnsinn. Ey, wo sind wir denn jetzt wieder? Schon auf die 55 Mark. Alter. Da ist noch ein. Da liegt noch was. Ah, nee, das sieht so aus, auch als ob hier das Level zu Ende ist. Ich habe jetzt hier die 55 Minuten Marke schon überschritten. Jetzt hier gerade irgendwo einen Hebel gesehen. Ah, da bin ich blöd. Aber es war gar kein Hebel. Ja, war nur dieses blöde Vieh. Da oben ist mit dem Weg. Ja, Medipack, das brauchen wir. Medipack. Ey, am Ende ist hier das Level gleich um die Ecke zu Ende, wisst ihr? Deswegen. Ach, wisst ihr was, ich gehe jetzt hier immer durch. Ich gehe jetzt Risiko. Ich speichere nochmal. Ja. Bitte Level ist gleich vorbei. Sei zu Ende jetzt. Nein, es ist noch nicht zu Ende. Was ist denn das?
Okay. Okay. Unglaublich viele Viecher. Ich werde hier einfach mal die Folge jetzt hier beenden. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier in der nächsten Folge dann hier ja, weiterkommen. Da werde ich jetzt hier mal die Folge beenden. Schön. Also danke, dass ihr auf alle Fälle dabei wart, obwohl ich mich ein bisschen leicht aufgeregt habe. Aber ihr könnt vielleicht auch mich ein bisschen nachvollziehen, warum ich mich hier so ein bisschen leicht aufgeregt habe, sage ich mal, weil man sollte auch seine Meinung sagen, wenn irgendwas nicht so toll ist. Ja, also, und ich bin halt direkt und sag auch, wenn mir irgendwas nicht so passt, ne? Ja, aber trotzdem freue ich mich, wie gesagt, dass ihr vielleicht bis zum Schluss angeschaut habt und wenn euch das Projekt gefällt, beziehungsweise euch generell auch Tomb Raider gefällt, lasst doch gerne ein Abo da. Vielleicht auch ein Like, also einen Daumen nach oben. Würde meinen Kanal wirklich vorwärts bringen und das würde mir auch helfen. Und würde mir halt auch zeigen, dass euch das Ganze hier so ein bisschen gefällt. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bleibt gesund vor allem. Das ist die Hauptsache.